Warte. Das war schön. Das war schön. Schönes Ding, schönes Ding. Aber schießt mich an. Der schießt mich an, der Sack. Okay, super. Hier drin liegt irgendwas. Nehmen wir gleich mit Ansaugstutzen abgeliefert. Okay. So, Freunde, das dann müssen wir den Shit hier wieder aufmachen. Oh. Ja. Ja, hier. Sie war hier, so rum. Umfunktioniertes korganisches Krankenhaus. Stabil genug, um einigen Angriffen zu widerstehen. Schade. Es macht keinen Spaß, sich durch Krankenhäuser zu kämpfen. Diese Leiche. Ein Mensch. Kurze Untersuchung notwendig. Okay. Geschwüre, Tumore, Quetschungen an Handgelenken und Knöcheln, zahlreiche Injektionen an mehreren Stellen. Testobjekt. Opfer von Experimenten. Es lässt sich vermutlich nicht ermitteln, wer dieser arme Kerl war, oder? Keine Tätowierung, keine Identifizierung. Vielleicht Sklave oder Gefangener. Vielleicht Söldner oder Pirat. Nicht mehr von Bedeutung. Eindeutig Teil der Tests zur Heilung der Genophage. Menschen nützlich als Testobjekte. Genetisch vielfältig. Dadurch Erforschung von Behandlungsbedingungen möglich. Experimente an Menschen? Genau deshalb könnte man Cerberus fast für eine gute Idee halten. Habe selbst nie Menschen dazu benutzt. Widerlich, unethisch, unsauber. Wird von skrupellosen Forschern gemacht, nicht von Leuten, die nachdenken. Hat in wahrer Wissenschaft keinen Platz. Dass Korgana Menschen verwenden, ist keine Überraschung. Sie mussten doch sicher auch Tests am lebenden Objekt durchführen, als sie die neue Genophage entwickelt haben. Nein, ist unnötig. Habe Tests beschränkt auf Simulationen, Arbeit mit Leichen und geklonten Gewebeproben. Komplizierte Tests an Baron durchgeführt. Keine Tests an Spezies, die fähig zur Integralrechnung sind. Einfache Regel, habe sie nie gebrochen. Jetzt haben wir zwei Gründe, diesen Laden stillzulegen. Müssen zum Mählen. Den Toten hilft keiner mehr. Okay. Iridium nehmen wir mit. Brauchen wir zwar nicht unbedingt, aber nehmen wir mit. Ich bin der Sprecher des Verloc-Clans Außenweltler. Sie haben unser Blut vergossen. Eigentlich müssten sie längst tot sein. Aber Verloc Gold, der Chief aller Chiefs, hat befohlen, ihnen die Möglichkeit zur Flucht zu geben, damit sie allen mitteilen können, dass wir kommen werden. Sie haben einen Salarianer namens Mailen. Ich werde nicht ohne ihn gehen. Der Salarianer bleibt bei uns. Seine Arbeit ist das Werkzeug unseres Triumphs. Der Verloc-Clan wird die Genophage heilen und sich auf einem Meer von Blut über die ganze Galaxie ausbreiten. Sieht aus, als hätten sie erkannt, woran Mailen arbeitet. Ein unglücklicher Umstand. Es muss nicht so ablaufen. Ich kann ja verstehen, dass sie die Genophage heilen wollen. Nein, Mensch. Sie verstehen gar nichts. Sie haben die Berge von Kindern nicht gesehen, die niemals leben durften. Den Korganern wurde Unrecht angetan. Wir werden alles wieder gerade rücken und Rache nehmen. Die halbe Galaxie betrachtet die Korganer als Opfer. Wenn sie einen Krieg anzetteln, werden sie jede Unterstützung verlieren. Wir haben das Bloodpack und wir haben den Salarianer. Wenn unser Clan einmal in die Millionen geht, brauchen wir keine Unterstützung mehr. Wenn wir die Genophage heilen, herrscht Verloc Gold über alle Korganer. Und aus den korganischen Rebellionen wird das korganische Reich. Die überlebenden Spezies werden Schreckensgeschichten darüber erzählen, was das Bloodpack mit den Turianern gemacht hat. Die Asari werden schreien, wenn ihre Zitadelle in die Sonne stirbt. Wir werden die Salarianer als Sklaven halten und ihre Eier als Delikatesse verspeisen. Wenn sie so dumm sind, nicht zu fliehen, werden sie zu den Ersten gehören, die wir zertreten. Für Verloc Gold! Angriff!
Was sind sie? Nein, ich bin kein Mörder in dem Sinne, wenn dann wirklich nur Leute, die es verdient haben. So, Freunde der Sonne, ich schieße mal so einen Spaß hoch. Good luck. Ich schieße dann irgendwie doch lieber mit meiner Pistole. Ich habe lieber Einzelschüsse. Da weißt du, woran du bist. Mach mal den Typen dort hier. Das wird ein harter Treffer. Scheiße, Alter. Ist er tot hier? Ne. Jetzt ist er tot. Leute, ich brauche Munition. Nein, oh Gott, gib mir doch einfach Munition und das, was ich auch brauche. Da geht's vermutlich zu den Labors. Es riecht nach Desinfektionsmitteln. Das weist auf totes Fleisch hin. Na, lecker. Okay. Platin nehmen wir mit. Hier ist wieder Iridium. Nehmen wir auch mit. Oh Gott, guck mal, was hier so ist. Oh Gott. Leise. Toter Korgana, weiblich. Tumore deuten auf Experimente hin. Keine Fesselung. Eine Freiwillige. Mhm. Sterile Werlock-Frau unterzog sich freiwillig Experimenten. Aus Hoffnung auf Heilung. Sinnlos. Sinnlose Verschwendung von Leben. Ich hatte nicht erwartet, dass sie der Anblick einer toten Kroganerin aus der Bahn wirft. Was? Warum? Wegen der Genophagearbeit? Irrelevant. Nein, ursächlich. Habe nie mit lebenden Kroganern experimentiert, nie mit Medizin getötet. Ihr Tod ist nicht mein Werk, habe nur darauf reagiert. Ziel war Stabilisierung der Population. Wollte das nie. Kann es logisch nachvollziehen. Ist dennoch unnötig. Dumme Verschwendung von Leben. Hasse diesen Anblick. Ich dachte nicht, dass Sie mit Sachen wie diesen allzu viel Kontakt hatten. Waren Sie nach dem Freisetzen Ihrer Seuche noch einmal auf Tuchanka? Jährliche Aufklärungsmissionen. Wasser, Gewebeproben. Sicherstellen, dass keine Fehler passieren. Vorgesetzte haben Weiterführung angeboten, aber abgelehnt. Muss es selbst sehen. Muss begutachten. Muss betrachten. Es als notwendig akzeptieren. Das kleine Bild sehen. Mich daran erinnern, warum ich eine Klinik auf Omega betreibe. Ruhen Sie, junge Mutter. Finden Sie Ihre Götter und einen besseren Ort. Spiritualität hätte ich von Ihnen nicht erwartet, Mordin. Projekt zur Modifikation der Genophage hat Millionen von Leben verändert. Dann kam das Resultat. Ego und Demut nebeneinander. Zerbrechlichkeit des Lebens. Größe des Universums. Nach Abschluss der Arbeit Religionen befragt. Verschiedene Spezies. Keine Antworten. Viele Fragen. Sie versuchen doch nur mit Ihrem schlechten Gewissen klarzukommen. Der Arzt, der Millionen von Leben ausgelöscht hat. Projekt zur Modifikation der Genophage war groß angelegt, wissenschaftlich brillant, aber ethisch fragwürdig. Reaktion der Korgana, schrecklich, tragisch. Nicht schuldig, aber verantwortlich. Bin ausgebildeter Arzt. Genophage beeinflusst Fruchtbarkeit, tötet nicht. Dennoch habe ich es verursacht. Blick aufs große Ganze durch Leichenhaufen erschwert. Können Sie der Leiche irgendwelche Informationen entnehmen? Minimale Erkenntnis über die Experimente. Gentherapie. Gutartige Mutation wurde angestrebt. Bei großem Krebsrisiko. Korganische Forscher skrupellos. Setzen für neue Daten Frauen des eigenen Clans aufs Spiel. Widerlich. Kurzsichtig. Falsch. Für mich ist das Infizieren einer ganzen Spezies mit einer Seuche, die unfruchtbar macht, nicht viel besser. Es musste getan werden. Rachni-Kriege, korganische Rebellionen, alles deutete auf Aggression durch Korgana. So viele Simulationen, Effekte des Populationswachstums bei Korganern, alles deutete auf Krieg hin. Auslöschung, Genophage oder Genozid. Die Galaxie vor den Korganern retten, Korgana vor der Galaxie retten. Sie hätten stattdessen ein Heilmittel für die Genophage entwickeln können. Das hätte den Korganern Hoffnung gebracht. Sie hätten sich darüber gefreut. Das setzt menschliche Reaktion voraus.
funktioniert bei Kroganern anders. Unwirtliche Umwelt, Möglichkeit zur Flucht, Kampf. Hätte Tuchanka ins Chaos gestürzt. Sieger hätte Ökonomie im Kriegszustand gehabt. Blutrünstige Armee. Einzig logische Folge, galaktische Expansion. Mehr Krieg. Genophage hat Leben gerettet, die der Krieg vernichtet hätte. Sie waren also bereit, eine ganze Spezies auf der Basis einiger weniger Simulationen zu sterilisieren? Ja, Millionen von Daten lagen vor. Jahrelange Diskussionen, zahllose Szenarien. Alle hielten Zersplitterung der Kroganer für gefährlich. Keine vereinte Kultur zur Stützung der Wiederbevölkerung. Es hätte Krieg gegeben. Turianer und Menschen hätten Kroganer endgültig vernichtet. Genophage war besser. Hat Leben gerettet. Wir müssen Malen finden und diesen Laden ausschalten. Martin. Ja. Love you. Sau süß, der Shit. Irgendwas mit Lila. Lila, hier ist Lila. Hat irgendwas mit Grün. Auch nur ein bisschen Grün. Hat jemand ein bisschen Grün? Bisschen Grün, bitte. Nee. Bitte. Jetzt ganz viel Grün. Nee. Ganz viel Grün hier. Okay, cool. Beendet. Das ist wertvoll. Kroganische Vitalität. Okay. Okay. Gucken, weil man findet hier halt wirklich in den... Och, hier war ich schon. Wo muss ich hin? In den Räumen hier teilweise halt wirklich Sachen, die echt interessant sind, die einfach so ein bisschen Hintergrund vermitteln. Und so. Huch. Hängen wir mal das Datenpack. Bisschen blau. Bisschen blau, bisschen blau. Viel weiß. Ich glaube das. Und jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen. Zweimal blau. Ich brauche zweimal blau. Ist zweimal blau. Okay. Freund. Sie haben die Wachen des Bloodpack umgelegt. Nicht Bloodpack. Kein Mitglied des Warlock-Clans. Falsche Clanzeichen. Ich bin ein Kundschafter der Ödner. Warlock-Wachen haben mich erwischt und hierher gebracht. Der Commander der Kundschafter hat uns angewiesen, nach ihnen zu suchen. Wir haben die Wachen ausgeschaltet. Gehen Sie zurück nach Ödnot. Ich kann nicht. Die Warlock haben was mit mir gemacht. Drogen. Spritzen. Sie sagten, ich bringe ein Opfer zum Wohl aller Kroganer. Experimente, um die Genophage zu heilen. Sehe alles verschwommen. Kann kaum denken. Muss hier bleiben. Mordin, können Sie ihn wieder auf die Füße stellen? Mit Stims vielleicht? Irgendwas, das sein Immunsystem auf Touren bringt? Sie verstehen nicht. Ich bin nicht zu krank, um zu gehen. Aber ich muss bleiben. Sie heilen die Genophage. Sie sorgen dafür, dass alles besser wird. Deshalb müssen Sie weitere Tests machen. Vorsicht, Shepard. Patient instabil, beeinflussbar, Gehirnwäsche. Warum möchten Sie, dass Sie die Tests fortsetzen? Es ist meine Schuld. Ich wurde gefangen. War nicht stark genug. Nicht gut genug. Zu mehr bin ich nicht in der Lage. Ich habe alles gegeben. Ich bin nicht wichtig genug, um eine echte Chance bei den Frauen zu haben. Ich werde niemals eigene Kinder haben. Aber wenn ich helfe, die Genophage zu besiegen, bin ich jemand. Millionen von Kindern werden geboren werden. Warlock-Kinder. Sie werden die anderen Clans vernichten. Aber nein. Nein. Sie sagten, ich helfe damit Ödnoth. Wenn Sie Ödnoth helfen wollen, müssen Sie dorthin zurückgehen. Aber man muss schon ein ziemlich harter Kerl sein, um das verwundet zu schaffen. Ich schaffe es. Sie? Ich sagte harter Kerl, nicht Kundschafter, der wimmert wie ein Quarianer mit Magendrücken. Ich schaffe es. Ich stehe schon wieder. Und ich gehe ins Lager der Frauen. Genau. Gehen Sie zurück und zeigen Sie denen, aus welchem Holz Sie geschnitzt sind. Los, los! Voran! Oh Gott, wie so ein Frosch, Alter. Die beste Motivation gibt's nach wie vor beim Militär. Wohl eher bei möglichen Fortpflanzungspartnern. Ich orte Kisten mit instabilem Inhalt vor.
es sein. Hier, mach mal den Tipp down. Zauberer Treffer. Auf Nahkampf vorbereiten. Müssen wir gar nicht, Geras. Oh, doch, müssen wir. Hier ist er noch inner. Auf ihn mit Gebrüll. Mordin! Gib's ihm! Drum liegt was. Ja, Schneggy, mach mal. Ist der Mordin tot? Warte. Schneggy, ich nehme das da. Ich möchte halt gern mal hier ran. Ist tot, ja, alles gut, alles gut. Kann man rübergehen, ja? Okay, super. Das Munition nehmen wir mit. So. Nehmen wir das mit. Medi-Shit. Sind so süß. Ich will die gar nicht tot machen. Mich echt zu süß. So, wo geht's lang? Ist hier was? Nö. Ein leerer Raum ohne jeglichen Sinn. So, was geht hier ab? Ah, Krogana! Ah! Der Mordin kann auch echt über Rindballern mit seinem Shit, hä? Das ist mir mal so aufgefallen. Ich meine, wenn du die Panzerung so schnell runterknallern kannst. Nicht schlecht, Herr Stich. Organa nähert sich. Da links, da drüben kommt was. Mach das mal weg. Brennbar oder nicht brennbar? Das ist hier die Frage. Der Mordin, Alter. Ist aber auch egal. Okay. Ach, du Scheiße, ein Dicker. Warte mal. Ah! Shabby, du musst mal dein. So, Mordin, I need your Panzerung da machen. Guck mal, der weiß nicht mal, was er macht. Der hängt an der Kante fest, aber ich geh kaputt. Das ist ja ein cooler Chief, Alter. Der kann ja gar nicht. Der war jetzt nicht so kompetent, muss ich sagen. Der war halt ein bisschen durch, ne? Ist hier was? Abgeschlossene Kisten. Nehmen wir mal. Gucken wir mal, was es hier gibt. Oh, wartet. Hier. Dann haben wir hier bitte. Ich brauche einen C. Hast du einen C hier irgendwo? Hier ist ein C. Dann haben wir dieses komische. Die Druckerpresse hier. Die kommt hier hin. Dann dieses komische. Weiß der Geier, was das ist. Und hier. So. So. Und dann gucken wir mal, was hier drüben ist, weil die sind ja von hier gekommen. Also müsste es hier ja weitergehen. Ah, ist schon krass, dass die hier so ein Pseudo-Krankenhaus haben mit übelsten Experimenten und hast du nicht gesehen. Das finde ich schon gar nicht so gut, muss ich jetzt mal sagen. Hier. Was das wohl ist? I don't know. Forschungslager. Munition für schwere Waffen. Klingt nach Spannung. Spiel und Spaß. Mailer am Leben. Unverletzt.